Unsere Reise steckt voller Überraschungen. Zieh nächstes Mal einen engeren Rock an. Wir wollen verreisen, aber meine Freundin schläft noch. Dann folgt jetzt Streich Nummer 1. Pack das Make-up in die Schminktasche. Und fügt auch Schleim hinzu. Schließt dann die Tasche und schüttelt es. Bringt am besten noch Gummibänder an der Tasche an. Oh, Red Hat hat verschlafen. Es ist Zeit aufzuwachen. Oder wir verpassen den Flug. Ich muss nur meine Kosmetiktasche herausnehmen. Ah, ich brauche doch mehr Zeit. Und was soll das sein? Schleim will auch mit uns in den Urlaub fahren. Oh, eklig. Endlich ist alles gepackt. Hast du auch nichts vergessen? Nee, wir können los. Lass uns vorher aber noch was essen. Jessica hat selbstgemachtes paniertes Gemüse dabei. Schneidet Brokkoli in Stücke. Ihr braucht da Mehl, Semmelbrösel und Eier. Verrührt zuerst die Eier und taucht die Brokkolistücke in die Eimischung. Dann in das Mehl, dann wieder in die Eimischung und dann in die Semmelbrösel. Frittiert dann das Gemüse in heißem Pflanzenöl, bis sie goldbraun sind. Legt auch Salat in eine leere Box und fügt Tomaten und den Brokkoli hinzu. Red Hat hat gar nichts dabei. Sie ist sich aber sicher, dass Jessica ihr welche abgibt. Na schön, nimm ein paar. Ist das Brokkoli? Ich wusste gar nicht, dass du dich gesund ernährst. Dann ist es halt nicht. Hab ich halt mehr davon. Red Hat hat auch einen Streich vorbereitet. Mal sehen, wie Jessica reagiert. Ich habe spezielle Mentos. Öffnet vorsichtig eine Packung Mentos mit einem Messer. Und entfernt die Süßigkeiten. Legt stattdessen Vitamin C-Tabletten hinein. Willst du ein Bonbon, Jessica? Jessica liebt Bonbons. Besonders saure. Und sie fällt natürlich drauf rein. Die Bonbons sind aber ganz gut. Dieser Streich hat nicht geklappt. Wir sind endlich im Hotelzimmer. Oh, und wer ist das bitte? Unsere Mitbewohner. Klebt zuerst Augen an eine Frucht. Diese Pflaume starrt mich an. Hallo, du Kleiner. Aber Jessica hat unsere neuen Freunde aufgegessen. Hey, warum hast du das gemacht? Wisst ihr, was für diese Reise praktisch ist? Pflegeprodukte in Strohhalm zu verstauen. Wickelt das Ende des Strohhalms in Backpapier ein und versiegelt es mit einem Glätteisen. Übertragt dann zum Beispiel etwas Zahnpasta. Verschließt dann das andere Ende des Strohhalms und beschriftet die Strohhalme. Legt alle Strohhalme in eine kleine Tasche. Red Hat will gern nach dem langen Flug duschen. Aber ihr Shampoo ist heute irgendwie seltsam. Und ihr Duschgel sieht sehr komisch aus. Und der schmeckt nach Schokolade. Ah, ich sehe schon. Ich dusche lieber später. Und Jessica bereitet bereits einen neuen Streich vor. Dieses Handtuch braucht viel Glitzer. Ich lasse ein frisches, glitzerndes Handtuch für Red Hat im Bad. Red Hat will sich nach ihrer süßen Dusche abtrocknen. Aber jetzt wartet Glitzer auf sie.
Ihre Haut strahlt nach dem Duschen. Na super. Red Hat ist ziemlich unordentlich. Sie wirft ihre Socken überall hin. Und sie merkt nicht einmal, dass mit ihren Socken was nicht stimmt. Jessica schaut sich ihre Sockenparade an. Wie sieht's denn hier aus? Red Hats Socken sind überall. Das geht so nicht. Näht zuerst Socken aneinander, sodass ihr eine lange Girlande erhaltet. Jetzt sind die Socken unzertrennlich. Mal sehen, wie Red Hat reagieren wird. Aber Red Hat ist abgelenkt. Sie schaut auf ihre lila Füße. Ich wollte kein Bodypainting. Fügt zuerst Lidschatten in einen Behälter hinzu. Und übertragt es mit einem Löffel in die Socken. Ich muss jetzt die Socken wechseln. Aber es gibt noch eine Überraschung für Sie. Alle Socken sind für immer unzertrennlich. Als Tourist müsst ihr echt auf der Hut sein. Taschendiebe stehen an jeder Ecke. Oder ein Smartphone. Mach dir keine Sorgen. Es ist in einer sicheren Tasche versteckt. Verfolgt eine Vorlage eines Smartphones auf einem Stück Jeansstoff. Schneidet es damit etwas Spielraum aus. Ihr braucht zwei identische Stücke. Befestigt dann die Taschen mit Textilkleber. Krempelt die Tasche dann rechts um. Und näht die Tasche an die Jeans. Was hat dann der Taschendieb geklaut? Na, eine Fälschung. Befestigt ein ausgedrucktes Bild eines Smartphones an einem Stück Styropor. Legt es dann in eine klare Hülle. Du bist auf meinen Streich reingefallen, du Dieb. Das ist ein sehr guter Lifehack, Red Hat. Die Streiche für Taschendiebe haben super geklappt. Und ich verstecke mein Geld in einem Schlüsselbund. Reinigt zuerst das Innere einer leeren Hubba-Bubba-Box. Und stecht mit einer erhitzten Ahle ein Loch ein. Setzt jetzt einen Schlüsselbundverschluss mit einem Karabiner ein. Und legt Geld hinein. Geld statt Kaugummi? Coole Idee! Wer will schon Kaugummis stehlen? Wir erkunden ein wenig die Gegend. Und jetzt gehen wir zurück zum Hotel. Und hier ist unser Nachbar. Sie braucht Feuchttücher. Kein Problem. Ich habe was dabei. Mit einem Streichpaket. Gieß zuerst Kondensmilch in eine Packung Feuchttücher. Schließt es dann und glättet es am besten mit euren Fingern. Meine Zimmernachbarn sind aber nett. Oh, was sind das denn für Tücher? Rieche ich da Kondensmilch? Meine Nachbarn sind wohl doch nicht so nett, wie ich dachte. Jeder Streich folgt mit Rache. Ich habe auch schon eine Idee. Ich bestelle den leckersten Kaffee für meine Nachbarn. Ihr braucht eine Tasse und Gelatine. Bedeckt die Mischung mit frisch gebrühtem Kaffee. Und wartet erstmal, bis es fester wird. Verrührt es dann und schmilzt es in der Mikrowelle. Fügt auch Milch hinzu. Und stellt es in den Kühlschrank. Zimmerservice! Hier, ein Kaffee nur für dich. Oh, das ist aber lieb. Jetzt kann ich mich erstmal so richtig entspannen. Oh, Kaffee, was ist los mit dir? Es ist wieder mal ein Streich. Wer war das? Bestimmt Red Hat. Sag mir die Wahrheit.
Du wolltest dich doch bloß rächen, stimmt's? Aber Red Hat hat nichts damit zu tun. Da muss es unsere Zimmernachbarin gewesen sein. Das bekommt sie zurück. Wir haben eine spezielle Cola-Lieferung. Gieß zuerst Sojasauce in eine leere Cola-Flasche. Zimmerservice. Hier hast du eine Cola als kleines Dankeschön. Oh, das ist ja nett. Das ist Sojasauce. Ich glaube, ich weiß auch schon, wer das getan hat. Hey, was soll das? Wieso? Du hast doch angefangen. Red Hat will aber keinen Streit. Hey, wir sind doch nicht im Kindergarten. Los, vertragt euch. Es ist doch toll, neue Freunde kennenzulernen. Unser Urlaub ist vorbei. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Aber wir haben noch was vergessen. Wir schenken unserer geliebten Nachbarin ein kleines Souvenir. Füg Lebensmittelfarbe zum Wasser hinzu. Verwendet am besten eine Pipette, um die Flüssigkeit in einen Anhänger zu gießen. Friert es dann ein und legt eine Kette an. Hier ein Geschenk für dich. Aber sie hat keine Ahnung. Sobald der Anhänger schmilzt, verteilt sich grüne Flüssigkeit auf ihre Kleidung. Oh Mann, danke schön. Wie fandet ihr unsere Reisestreiche? Schreibt uns, wie ihr euren Freunden einen Streich spielen werdet, wenn ihr gemeinsam verreist. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.